Karriereende beim FC Bayern? Das sagt Neuzugang Sven Ulreich zu seiner Zukunft. Am Ende aufgedeckt. Bleibt dran. Der 34-Jährige spielt seit 2015 für den FC Bayern, unterbrochen für eine Saison 2020-21 beim Hamburger SV. Der Ersatztorhüter wurde Champions-League-Sieger 2020. Dazu kamen bisher 6 Meistertitel und 3 Pokalsiege. Nation des Teams der Rekorde, kommen Sie und erhalten Sie alle Neuigkeiten vom FC Bayern, völlig kostenlos, in Ihrem Komfort. Allerdings könnte der Vertreter von Manuel Neuer seine Karriere in München beenden. Kommen wir zum FC Bayern. Abonnieren, liken, teilen. Nachrichten jeden Tag. Er ersetzt derzeit den verletzten Kapitän Manuel Neuer im Tor und erntet für seine Leistung Lob aus der Münchner Führungsetage um Oliver Kahn und auch Manager Julian Nagelsmann. Ich habe immer gesagt, dass ich Spaß habe und es genieße, hier zu sein. Ich denke, wir werden irgendwann darüber reden. Nächstes Jahr werde ich 35. Da wird nicht viel sein, sagte die Münchner Nummer 2 vor dem Champions-League-Spiel am Dienstagabend gegen Intermann bei Sky. An ein schnelles Karriereende denke er aber nicht, sagte Ulreich. Ich habe noch vor, 2 Jahre zu spielen. Solange du gesund und munter bist, solltest du spielen und nicht Nein sagen. Ich bin gesund und fit der Moment. Was halten Sie von den Auftritten der Nummer 2 in München? Hinterlassen Sie Ihre Meinung. Neuigkeiten zu diesem und anderen Fällen gibt es jeden Tag auf dem besten Nachrichtenkanal des FC Bayern. Um nichts zu verpassen, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke.